Das war das Goldkehlchen Stevie Winwood mit Dear Mr. Fantasy von 1967. Ist ein wahnsinnig guter Jahrgang. Mit seiner Band Traffic. Ja, ihr seid mal wieder bei Matussek gelandet. Wir wollen in dieser Stunde auf den fliegenden Teppich steigen und abheben. Mit Drogenmusik. Ich sag es mal so ungeschützt. Ich habe den Song sehr, sehr intensiv gehört. 1973 auf meinem Weg nach Indien mit Freunden. Wir waren in Ziggy's Restaurant in der Chicken Road in Kabul gelandet. Eine legendäre Adresse unter Hippies. Dort gab es den besten schwarzen Afghanen, sozusagen als Gruß aus der Küche. Und alle festhalten, Wiener Schnitzel und Sachertorte. Und jeder, der mal gekifft hat, weiß, wie appetitanregend das Zeug ist. Also, Dear Mr. Fantasy, play as a tune, something to make us all happy. Hier ist er, der Song. Straight man you had, we wouldn't have known you were easy.
Unser VW-Bus übrigens hatte an der Grenze den Geist aufgegeben. Wir fuhren mit einem Überlandbus weiter Richtung Pakistan über Herat, Kandahar, Kabul. Und auf dem Bus stand Landessparkasse Hannover. Keine Ahnung, wie der dahin kam. Auf jeden Fall gab es noch keine Taliban. Die Welt war anders, war sicherer. Wir waren sorgloser. Auch wenn wir ein paar Wochen später in Indien im Knast saßen wegen Haschischschmuggel. Da muss man erst mal drauf kommen. Haschisch nach Indien reinzuschmuggeln statt raus. Lässt sich alles nachlesen in meinem Buch, als wir jung und schön waren. Aber jetzt muss ich mich erstmal bedanken für die vielen wundervollen Zuschriften nach meinen letzten Sendungen. Ihr gebt mir das Gefühl, liebe Freunde, auf der gleichen Wellenlänge zu sein. Hier zum Beispiel von Enlightened Vision. Erinnerungen an eine fantastische, psychedelische und sorgenfreie Zeit. Oder Cornelia Wankum. Oh Mann, was für eine super tolle Sendung. Vielen lieben Dank. Bei vielen Äußerungen brüll ich mich weg. Von Andreas Anger. Diese Sendung muss rückgängig gemacht werden. Sie ist zu geil für das Volk. Und Christine Ostwald. Diese Sendung ist genau das, was ich liebe, worauf ich lange gewartet, nach was ich mich gesehnt habe. Großartig, genial, die Mischung aus aktuellen politischen Informationen und die Musik einer politisch interessierten Generation. Herzlichen Dank, Herr Matuszek. Und herzlichen Dank dem Kontrafunk, der diese einzigartige Sendung ermöglicht. Allen Mitarbeitern viel Mut und weiter so. Uwe Gonczorek, sehr geile Sendung, Matuszek. Ich bin Jahrgang 61 und bin mit dieser Musik aufgewachsen. Danke. Doris Glöß, die Zukunft stand uns offen. Die Musik war der Hammer, wunderbare Erinnerung. Und schließlich Distortion 93. Ich bin zwar verhältnismäßig etwas jünger, aber wenn jemand Klassiker wie Paranoid spielt, bekommt er meinen Daumen hoch. Was für eine wunderbare Überraschung. Ja, wir waren damals ziemlich abgehoben, aber liebe Freunde, im Vergleich zu den Verhältnissen heute, goldene Zeiten. Wenn man bedenkt, dass wir Indienfahrer nun doch noch in die Hände von Taliban gefallen sind, von grün-roten Überzeugungstätern, die nicht viel Federlesens machen mit Gegnern, genauso entschlossen und religiös eifernd wie die, die jetzt in Kabul sitzen. Unsere Taliban sitzen hier rundum versorgt im Parlament mit Irrsinnsgehältern, die sie sich pünktlich selber erhöhen. Und es sind Studienabbrecher und Parteizüchtungen, die in die vorindustrielle Steinzeit zurück wollen, die den Urzustand einpeilen, wie ich ihn damals so nahezu zwischen Kandahar und Herat erlebt habe, bei einem Beduinen und seinem Hofstaat. Zum Beispiel damit beschäftigt sind, ja, den Homo Novus, den neuen Menschen zu schaffen, unsere grün-roten Taliban. Im Moment fummeln sie am Geschlecht rum, wenn sie diese Pubertätsblocker spritzen lassen, was tatsächlich die Sendung brisant vorführte. Da war ein 11-jähriges Mädchen und der Arzt mit der Spritze und die Eltern zustimmend. Das ist alles so zum Kotzen, Leute. Und man stelle sich vor, dass es ausgerechnet eine Familienministerin ist, selbstverständlich grün, die Pubertätsblocker empfiehlt auf dem sogenannten Regenbogenportal ihres Ministeriums. Zitat: Bist du noch sehr jung? Und bist du noch nicht in der Pubertät, dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die Pubertät kommst. Zitat Ende. Verschwiegen werden natürlich die Nebenwirkungen, nämlich die Senkung des IQ festgestellt, Auffälligkeit im Sozialverhalten und so weiter und so weiter. Die Geschlechtsbastler sind unterwegs, die Transhumanisten, die überzeugt sind, sie könnten die Schöpfung verbessern, wenn nur der Staat die Sache in die Hand nimmt, der grüne Staat selbstverständlich, der die Elternschaft übernehmen will, die Erziehungsberechtigung für jeden von uns, denn er weiß am besten, was gut für uns ist. Dazu passt der Jubel über die Buchpreisgewinnerin Kim Del Horizon, eine non-binäre Person mit Schnurrbart und Lippenstift und viel Freude über den üppigen Preis, den sie in einem extravaganten Fummel entgegennahm und dann sang sie und rasierte sich anschließend, ganz spontan selbstverständlich, die Haare auf der Bühne. Den Rasierer hatte sie irgendwie mitgebracht. Und zwar aus Solidarität, festhalten, aus Solidarität mit den Frauen im Iran, die sich dagegen nicht wehren konnten und die tatsächlich um ihr Leben kämpfen. Aber den reichlich behämmerten, politisch korrekten Literaturheini der Welt, Kämmerling, meinen ehemaligen Kollegen, aus dem Sitz riss.
Kämmerling verglich mich eins oder nannte mich mit Sibylle Levitscharow eins im eigenen Blatt einen gefährlichen Reaktionär. Wahrscheinlich hat er recht. Er fand die Szene mit Kim und so weiter, Zitat, erhebend, mega pathetisch, emotional, wild, empört und auch ein bisschen peinlich. Das war das Beste, was der Literatur zum Auftakt dieser Buchmesse passieren konnte, Zitat Ende. Ach ja, die Feuilletonisten. Kim de L'Horizon selbst nannte seinen Gewinn ein Signal für die Liebe und gegen den Hass. Und ich dachte, und wahrscheinlich die fünf Verlierer in diesem Wettbewerb auch, es ginge um Literatur. Frage an euch. Geht euch die Heiligsprechung der Transpersonen, die ungefähr 0,0 Jakob-Prozent der Bevölkerung ausmachen, auch so auf die Nerven? Ich meine, wir sind auch früher alle androgyn rumgelaufen in den späten 60er Jahren. Ich habe lange Locken und eine Kette aus Holzperlen getragen und einen Schlapphut. Mick Jagger hat das Androgyne perfektioniert. David Bowie, T-Rex. Aber heute gilt diese sexuelle Grenzgängerei als Kampf um Menschenrechte. Also, was mich angeht, ich kenne da noch ein paar unterdrücktere Gruppen, zum Beispiel Konservative wie mich. Aber das war jetzt nur ein Scherz am Rande. Die zentnerschwere Chefin der Grünen, Ricarda Lang, hat sich allein dadurch qualifiziert, dass sie bisexuell ist. Das war offenbar unschlagbar. Ja, und der kaltschnäuzige Kerl Theresa Gansel ist auf dem Trans-Ticket in den Bundestag eingefahren. Die Grünen. Hamburger mampfend empfehlen sie uns, auf den Fleischverzehr zu verzichten. Sie fliegen um die Welt, um sich auf den Fidschis fotografieren zu lassen. Wegen der Klimakatastrophe natürlich. Aber uns möchten sie das Fliegen verbieten, dem Klima zuliebe. All diese Hütchenspieler, diese Losverkäufer für eine Utopie aus Windrädern und Sonnensegeln, ein Lalaland für kindliche Gemüter mit Bilderbüchern. Leute, die sind doch high. Hi, wie wir damals. Allerdings waren wir nicht als Minister unterwegs, die schwere Waffen für die Ukraine anschaffen, sondern als Hippie. Total gewaltfrei. Ich hatte damals zwei Bücher mit im Knast in Amritsar. Den eindimensionalen Menschen von Marcuse und Mario Simmels. Es muss nicht immer Kaviar sein, mit all den herrlichen Rezepten, die ich dann meinen Mitganoven in der Zelle vorlas. Auch im Knast übrigens gab es was zu rauchen. Ich hatte noch was reingeschmuggelt von dem Zeug, was sie mir abgenommen hatten. Und apropos Marcuse, natürlich war unser Ziel, so vieldimensional wie möglich so zu sein. Aber eines war bei uns tabu, den anderen reinzuhängen, zu verpetzen. Wie es offenbar das Geschäftsmodell von Jan Böhmermann ist, diesem sogenannten Komiker, der Namenslisten von sogenannten Rechten anlegen lässt. Ein schmales Bürschchen, ein bleicher Eckensteher und Denunziant, ein Feigling vor dem Herrn, der einst Erdogan großmäulig als Ziegenficker beschimpfte und sich dann bibbernd vor Angst 3 Wochen in einem Keller versteckte, aber dem Spiegel immerhin ein Titel wert war. Aber bevor wir uns mit dieser Ekelnummer befassen, erstmal wieder Musik. Ja, und wir müssen jetzt ein bisschen LSD einwerfen. Hier ist die wunderbare Grey Slick mit Jefferson Airplane und dem Song White Rabbit.
was für ein geiler Song. One pill makes you larger and one pill makes you small. Ich habe mein letztes Buch über den irren Medienbetrieb so genannt, eine Innenaufnahme aus dem Maschinenraum sozusagen der Presse. White Rabbit, einfach um den Song abzufeiern und weil mir die Proportionen im Deutschland der Flüchtlingskrise völlig verzerrt vorkamen, völlig bedröhnt die Politik und die von der Presse manipulierte Öffentlichkeit, klassischer Kategorienfehler, kein Geld mehr für die eigenen Rentner, aber jede Menge Freispiele für illegale Immigranten, die in Chemnitz tatsächlich einen abgestochen haben. Ihr kennt die Geschichte. Damals wurden die darüber empörten Demonstranten als Nazis beschimpft. Auch von Jan Böhmermann. Ja, bei ihm waren wir stehen geblieben, bei diesem Bürschchen, der nun wirklich wie eine fette Made im Subventionsspeck lebt und über Demonstranten gegen die Rundfunkgebühren herzieht und sie beschimpft. Weil er, wie er provozierend erklärt, bestens an unseren Gebühren verdient. Und er sich natürlich selber schief lacht über das Wort Demokratieabgabe. Böhmermann hat jetzt wieder jemanden zur Strecke gebracht, den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm, der früher mal eine IT-Firma beschäftigte, die Kontakte zum russischen Geheimdienst hatte. Aber lassen wir doch mal eine andere unappetitliche Figur über Böhmermann rapsodieren. Ihr kennt ihn, es ist dieser Irokese Sascha Lobo, dessen roter Haarbürste todsicher Wanzen nisten. Ich hab's da mal krabbeln sehen, ich schwöre. Sascha Lobo rühmt an Böhmermann, den er liebevoll Böhmi nennt, die Kunst der, Zitat, Lächerlichmachung einzelner Personen. Nun, unser Lobo aus der Werbung, wie er behauptet, ich glaube, er hat mal Schwämme in Kaufhauseingängen verkauft. Aber jetzt bei Böhmermanns Kuh rudert er zurück. Zitat, leider stellen inzwischen mehrere Fachleute fest, dass offenbar Böhmermanns Inszenierungsfuror, ich würde sagen Denunziationslust, mit ihm durchgegangen ist, insbesondere was die Rolle der problematischen IT-Firma angeht. Leider, 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 viel Lärm um nichts also. Warum beschäftige ich mich mit dieser Mischpoke? Weil ich im Gegensatz zu Böhmermann und seinem sykophanten Lobe glaube, dass ein LSD-Trip diesem Böhmermann ganz gut tun könnte. Also einmal die Festplatte löschen, wie Joe Rogan es nennt, der prominenteste Podcaster der USA und ein absoluter Fan von LSD. Also all das alte, miese Zeug in einen Folder stecken und wegschieben und dann ganz neu formatieren, ganz neue Wege einschlagen, lockerer werden, Böhmermann. Nicht mehr so eindimensional und verhetzt auf die Jagd nach Rechten gehen, nicht dauernd aus irgendwelchen Gullis steigen, sondern einfach mal, ja, komisch sein. Ein paar Takte mal zu LSD. Das ist eine verdammt interessante Droge. Ich rede hier ja zu gefestigten Hörern da draußen. Es ist nichts für Kinder, Leute. Finger weg. Cary Grant hat es genommen. Die Beatles haben es geschmissen. Zigtausend in Woodstock. Mehrere Nobelpreisträger. Ja, auch meine Professorenonkel. Pharmakologe der eine, Psychiater der andere haben es probiert. Und auch ich. Was ich ganz wunderbar fand. Der Moment, in dem sich das Licht einer Glühlampe in bunte Perlenschnüre auflöst und die Haut zu streicheln scheint, ein sanftes Glücksgefühl, die Wirbelsäule hinaufsteigt und die Musik, ja, die wird räumlich, die wird zu einer Installation, in der du herumwandern kannst. Bei uns waren es Stücke von Jazzgitarristen wie Larry Coryell oder Aldi Meola, für mich besonders aber eine LP von Fleetwood Mac und ein Song, der Titelsong der LP, Bear Trees. Nicht eine der stärksten Platten der Band, aber auf LSD eine Offenbarung. Ich spüre schon Kribbeln. Hier also Fleetwood Mac mit Bear Trees.
Soweit also Bear Trees, kahle Bäume, passt zur Jahreszeit, passt auch irgendwie zu meinem nächsten Thema, denn Bäume werden fallen, Leute, jawohl. Jetzt geht es um die rund 200 Eichen, Buchen, Ahorn, Robinien, die rund ums Kanzleramt stehen. Die sollen nämlich weg, abgehackt werden, sollen weichen für einen durchaus protzigen, gläsernen Erweiterungsbau dieses Kanzleramts. 770 Millionen soll der Beamtenpalast kosten, das Doppelte der zunächst veranschlagten Summe. Aber da in Berlin gebaut wird, kann man getrost mit Milliarden rechnen. Für 400 neue Büros, einen neuen Hubschrauber Landeplatz, eine Kita für 2,3 Millionen. Und hier wäre jetzt eine echte Aufgabe für euch, liebe Friday Kids. Kann ja sein, dass der eine oder andere von euch zuhört, hoffe ich sogar. Klebt euch doch bitte an euren Lieblingsbaum und verhindert dieses Beamtenmausoleum, diese Pyramidenbau einer gescheiterten Politik. Mit dieser Erweiterung wird das Kanzleramt übrigens 8-mal größer sein als das Weiße Haus und immer noch 3-mal größer als der Élysée-Palast, in dem Sarkozy präsidial residiert. Und er sieht unendlich viel beschissener aus. Ein gesichtsloser, modern gläserner Haken, ja wohl die wahrscheinlich schlechteste Regierung in der Nachkriegsgeschichte, baut sich diesen neuen Palast. Ein Protzbau für die vielen Hundertschaften neu eingestellter Beamte und Abgeordneter, viele davon Studienabbrecher oder nie berufstätig, durch die Bank Parteiengezücht, darunter halbe Kinder, die plötzlich 15.000 Euro nach Hause schleppen und den anderen erklären, dass sie den Gürtel enger schnallen sollen. Mittlerweile hat diese Regierung ja gründlich verspielt. 2/3 der Menschen im Lande trauen den Parteien, die sie bilden und die sich den Staat zur Beute gemacht haben, nicht mehr zu, die Probleme des Landes zu lösen. Die Wahlbeteiligung sinkt. Die Leute gehen auf die Straße oder ballen die Faust in der Tasche. Oder sie planen, Lauterbach zu entführen, wie diese verwirrte Rentnerin aus dem sächsischen Plöa, eine ehemalige Lehrerin und Pfarrerin, die sich mit ein paar Verwirrten zusammengetan hat. Aber ich schätze mal, dass Lauterbach die Truppe wahnsinnig gemacht hätte. Er hätte sie so vollgequasselt, dass sie ihn freiwillig für die Tür gesetzt hätten. Im Übrigen hat sich die Legitimationsgrundlage sowieso geändert. Das zufällige Konjunkturhoch der SPD, das ihr vor 1,5 Jahren das Kanzleramt beschert hat, ist längst wieder zusammengefallen. Die FDP, die mit ihren gesellschaftspolitischen Clownereien wie der beliebigen Geschlechterwahl nur noch Kopfschütteln erntet, spielt keine Rolle mehr. Offenbar ist Lindner unter dem Einfluss linker Knalltüten wie einem gewissen Christoph Gieser geraten, der mal ein Buch gegen mich geschrieben hat. Leute, hier werden auch private Rechnungen beglichen, wie ihr seht. Aber wozu hat man so eine Sendung? Ist doch eine wunderbare Gelegenheit. Also dieser Gieser, ein mieser Typ, hat ein Buch Gefährliche Bürger gegen mich geschrieben und mich und Freunde als Gefahr für die Demokratie genannt und beschrieben und verklausuliert als seuchentragende Ratten beschimpft, die man unschädlich machen sollte. Und das ist dann schon wirklich das Stürmer-Vokabular. Und sein Lektor hat ihn auch noch gerühmt dafür, dass er viele Sachen so in der Schwebe gelassen hat, dass rein juristisch nicht dagegen vorzugehen war. Also eine Technik, die auch die Bild-Zeitung, wie dieser Lektor in seiner privaten Mail, die mir zugespielt wurde, sagte, die Bild-Zeitung macht das Gleiche, ja, sichert sich durch vage Formulierungen ab. Früher zumindest, jetzt ist alles sowieso anders. Naja, also das wäre die FDP, ein wüster Haufen und ein komisch verfehlter Haufen. Was die CDU angeht, die ist ein Totalausfall als Opposition. Die AfD dagegen hat in Niedersachsen ihr Ergebnis verdoppelt und liegt der SPD im Nacken. Und sie wird weiterhin Zulauf bekommen. Denn wen soll man auch wählen? So ist die neue Lage. Und der windige Flieger Merz, der jüngst sehr maulheldenhaft und undemokratisch ein Kesseltreiben aller Parteien gegen die AfD angekündigt hat, im Parlament, hat er aufgerufen dazu, Merz wird irgendwann vor der Frage stehen, ob er nicht doch um deren Unterstützung betteln wird müssen. Friedrich Merz als Oppositionsführer braucht Rückgrat. Und vor allem braucht er frische Ideen,
für seine immer noch im Merkel-Mehltau unkenntliche CDU, die sich mit Frauenquoten und dem Kram beschäftigt. Er benötigt Ideen so dringend wie der Junkie seinen Stoff. Also bleiben wir noch auf unserem fliegenden Teppich. Hier kommt der gute Lou Reed, ebenfalls 1967, wie gesagt, guter Jahrgang, mit I'm Waiting for the Man. Ja, das war das legendäre Debüt von Velvet Underground, die Platte mit der Banane auf dem Cover, gestaltet von Andy Warhol.
Lou Reed gehörte ja zum erweiterten Family-Kreis der berühmten Warhol-Family. I'm waiting for my man. Ich habe Post gekriegt. Diesmal von Hildrud Sommer. Und sie schreibt, was zum Ärgern. Also lassen wir uns ärgern. Sehr geehrter Herr Matussek, es geht ums Ärgern. Ich würde gerne einen Beitrag dazu liefern. Und mich freuen, wenn er bzw. dieses Thema in irgendeiner Sendung Beachtung fände. Denn ich bin der Ansicht, das wird noch mehr im Osten Deutschlands. Das wird eventuell noch ganz anderes, woran man im Moment im Westen noch nicht mal denkt. Auch wieder aus diesem Grund raus, der mich so ärgert. Dieser maßlosen Arroganz bzw. Selbstüberschätzung des Westens. Man spricht ohne uns von, für oder über ganz Deutschland. Natürlich Westdeutsche, wer sonst? Dabei gab und gibt es immer noch ein anderes, den Osten. Der hatte ein ganz anderes Leben, eine völlig eigene Kultur, ein ganz anderes Denken. Und das immer noch. Und noch immer wird genau darauf herabgeschaut. Man weiß über uns natürlich vollends Bescheid und natürlich immer besser als wir selber. Man reduziert uns auf billigste Art und Weise. Liebe Hildrud Sommer, da sprechen Sie ein großes Wort wahrhaft aus. Mir geht das nämlich genauso und auf den Keks, da dieses Ost-Bashing aus der Perspektive der klugen westlichen Journalisten sind ja die Ostler alle irgendwie rechtsradikal verdächtig und überhaupt zurückgeblieben, weil sie die damals nur kaputte Autos gefahren haben oder die falschen Autos und so weiter und so weiter. Ich habe das hautnah erlebt, liebe Frau Sommer. Und zwar bin ich 89 als Spiegelkorrespondent nach Ost-Berlin gegangen und habe mich im Palasthotel einquartiert, Zimmer 6101, Zimmer mit einem runden Bett. Und tatsächlich über mir, über diesem Zimmer, war eine Stasi-Überwachungskammer, die dann die sich auf dem runden Bett vergnügt habenden Westpolitiker mit den Damen, die unten in dem Hotel in der Sinusbar herumsaßen, wahrscheinlich gefilmt haben. Ich habe also immer versucht, eine gute Figur in diesem runden Bett zu machen. Aber zum Thema. Es ist tatsächlich so, dass die Ostdeutschen nach der kurzen Euphorie der Wiedervereinigung wussten plötzlich West und Ost nicht mehr genau, ob sie sich um den Hals fallen oder sich die Kehle zudrücken sollen. Es gab eine doch ziemliche Feindschaft. Der Westler hatte Angst, dass ihm durch die Kosten der Wiedervereinigung Wohlstand geraubt wird. Der berühmte Titel aller Titanic, Sohn Gabi im Glück, meine erste Banane, und sie stand da mit einer Salatgurke. Also das war sozusagen das Humorgefälle damals. Ja, Frau Sommer, Sie haben recht. Besonders krass wurde die Sache, als die Pegida-Bewegung anfing, als tatsächlich die Leute auf die Straße gingen in Leipzig und in Dresden und dagegen demonstrieren. Also die nannten sich Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und mittlerweile haben wir ja tatsächlich das Problem, dass die autochthone deutsche Bevölkerung in vielen Städten schon in der Minderheit ist. Die Bevölkerungszahl wächst durch den ungeregelten Flüchtlingsstrom. Und damals hieß es, ja, das sind lauter Fremdenfeinde und Menschenfeinde und so weiter. Mittlerweile denkt die Politik auch wieder leicht anders. Gerade in diesem Jahr, es hat sich herausgestellt, dass die Flüchtlingszahl liegt über der Zahl von 2015. Und allmählich sind die Sozialkassen wirklich leer. Ja, selbst die linksradikale Innenministerin Nancy Faeser will jetzt sozusagen stärkere Grenzkontrollen einführen. Habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob da was draus wird. Aber Sie haben recht. Also der Westen hat sich über den Osten lustig gemacht. Ich denke an den Spiegeltitel oder mehrere Spiegeltitel, in der ganz unverhohlen der Osten mit den Nazis verglichen wurden und gleichgesetzt wurden. Und es ist eine große Schande. Und jetzt kommt die Pointe. Die AfD, die einzige Oppositionspartei im Parlament, die Alternative für Deutschland, ist die stärkste Partei im Osten. Weil man dort begriffen hat, was hier passiert, nämlich die Überwachung, die Gleichschaltung der Presse, die Blockparteien,
und die Diffamierung und Diskreditierung jeder Art von Opposition. Und da haben die Brüder und Schwestern im Osten einen gewaltigen Vorsprung, was zivile Aufsässigkeit angeht und Mut und Courage angeht, einen großen Vorsprung vor den Trantüten im Westen, die erst allmählich aufwachen und kapieren, dass sie mit der rot-grünen Koalition ein Regime mit totalitären Zügen ans Ruder gebracht haben. Also wir im Westen, wir sollten dankbar sein für den Spürsinn und für die Wachheit der Menschen im Osten, die sich nicht beirren lassen durch die eindeutige negative Propaganda, der sie ausgesetzt sind, eben dass sie Rechtsradikale sind. Also vielen Dank, liebe Hildrud Sommer, ein wunderbarer Brief, sehr schön. Und wir machen weiter mit einem Song, der fälschlicherweise als LSD-Song gelabelt wurde. Dabei war es nur ein Song über ein Bild, das Julian Lennon, der kleine Julian Lennon, gemalt hat. Und da hat ihn der Papa gefragt, was das ist. Und da sagte er, it's Lucy in the sky with diamonds. Und so heißt auch der Song von Sgt. Pepper, der legendären Beatles-Platte im Rolling Stone-Register, die Nummer 1 aller Zeiten, Sgt. Pepper. Also hier der Song, Lucy in the sky with diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Wir haben Post gekriegt von Wolfgang Träger, der seine Odyssee durch unser Covid-Regime schildert. Ich wurde vor einer Woche mit einem akuten Nierenstein, Zitat, ins Krankenhaus eingeliefert und bin natürlich in der Rettungsstelle sofort einem Corona-Schnelltest unterworfen worden. Dieser Test war positiv,
was mich nicht verwunderte, da ich 7 Tage zuvor tatsächlich mit einer Herbsterkältung, Gliederschmerzen, leichtes Fieber, 2 Tage im Bett verbracht hatte. Man legte mich daher in ein Corona-Isolierzimmer, in dem sich ein weiterer Patient befand, der ebenso wie ich keinerlei Corona-Symptome hatte und lediglich per Schnelltest positiv getestet war. Uns wurde erklärt, dass wir unser Zimmer unter keinen Umständen verlassen durften. Das Ergebnis des einzig aussagekräftigen PCR-Tests wurde ihm vorbehalten. Träger weiter: Meine Behandlung in diesem Krankenhaus ist also auf der Basis eines unzuverlässigen Schnelltests komplett mit dem Corona-Bonus für das Krankenhaus gegenüber der Krankenkasse abgerechnet worden. Auch im zweiten Krankenhaus vollzog sich das gleiche Spiel. Aufgrund der Schnelltestdiagnose des ersten Krankenhauses wurde ich dort sofort in eine Corona-Isolationsstation gelegt. Die momentane Hysterie über stark steigende Corona-Fälle in deutschen Krankenhäusern ist also vermutlich eine rein betriebswirtschaftlich begründete Masche der Krankenhäuser, die ausgelobten Gelder zur Behandlung von Corona auch so umfänglich wie möglich abzuschöpfen. Ja, lieber Wolfgang Träger, das sind die Auswirkungen eines Regimes, das ein offenbar verwirrter und überforderter Minister zu verantworten hat. Bei der Gelegenheit, liebe Freunde, schreibt mir Fälle, schreibt mir Kritiken, schreibt mir euren Ärger. Ich werde versuchen, in meiner Sendung darauf einzugehen. Nochmal zurück zu Covid und Corona. Mittlerweile ist festgestellt worden, tragen 95% der Deutschen Antikörper gegen Covid im Blut. Auch ich übrigens, lieber Wolfgang Träger, lag 2 Tage lang flach mit Fieber. Dann war die Sache ausgestanden. Überall in Europa sind die Einschränkungen aufgehoben. Nur der Zwangsneurotiker Lauterbach nimmt uns für seine Phobien zur Geisel. Vielleicht ahnt er auch, dass seine Geschäftsgrundlage die Angst ist. Er also als Krankheitsminister unterwegs ist. Aber Briefe mit persönlicher Anrede verschicken lässt und fragt, ob man gut durch den Sommer gekommen ist, wie sich die Hörerin Vater beschwert. Offenbar geben, so Vater, die Kasse die Adressen weiter. Ach ja, und dann warnt dieser Klabautermann in dem Brief vor Herbst und Winter. Leute, dieser Mann sollte sich schleunigst auf sein Privatteil verziehen, bevor er tatsächlich entführt wird von irgendeiner Terroroma, die letzte Woche hops genommen wurde. Allerdings hätte sie ihn wahrscheinlich freiwillig wieder vor die Tür gesetzt, denn er hätte sie in den Wahnsinn gequasselt. Vielleicht wäre auch ihm LSD zu empfehlen, also den Wahnsinn mit induziertem Wahn bekämpfen, wird durchaus schon klinisch durchgetestet und durchgeführt. Tja, und all das, Leute, findet in einer Welt statt, die am Rande eines Atomkriegs steht, der von den eifrigen Grüngardisten gerne riskiert wird, die früher mal Pazifisten waren, aber gerne riskiert wird, weil es ums Prinzip geht. Ach ja, übrigens, die Untersuchungsergebnisse der Pipeline-Sprengung liegen vor, dürfen aber nicht kommuniziert werden. Die USA haben zwar die Sprengung angekündigt, aber die offizielle Lesart ist die, dass die Russen ihren eigenen Devisenbringer in die Luft gejagt haben. Verrückte Welt, oder? Wie könnten wir besser aus dieser Sendung aussteigen als mit den Birds, einem Klassiker aus dem Jahre 1966? Die Haare waren lang, die Miniröcke kurz. Und das wär's mal wieder von eurem alten Space-Cowboy Matussek. Und hier kommt die Kifferhymne schlechthin. Meine Empfehlung: bleibt politisch auf dem Teppich, Leute. Bleibt realistisch. Bleibt vernünftig in unserer Wirklichkeit. Bleibt kritisch und aufsässig den Herrschenden gegenüber, also den Linken. Johnny Rotten von den Sex Pistols sagte mit Recht, dass die wahren Punks heutzutage, die wahren Aufsässigen, auf der rechten Seite zu finden sind. Wehrt euch, liebe Freunde, gegen die grünen Taschenspieler und Taliban und ihren Angst- und Todeskult. Ja, ich weiß, sie wollen Marihuana legalisieren. Sie sind trotzdem behämmert, denn sie betreiben bekifft Politik, wo man einen kühlen Kopf behalten sollte. Sie sollten sich an Nietzsches Zweikammersystem halten. Was in der einen fantastisch und romantisch hochgedacht wird, muss in der anderen Kammer mit Vernunft und Verstandesnüchternheit heruntergekühlt werden, um realitätstauglich zu sein. In dem Sinne, gönnt euch zur Entspannung, was ihr wollt, liebe Freunde. Ich halte es mit dem alten Ernst Jünger, der schrieb, dass wenn der äußere Lebensradius sich verengt, sollte es möglich sein, den inneren Radius zu erweitern. Also Leute,
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Matusek. Und hier kommen die Birds mit 8 Miles High. Small faces of love.